Du möchtest wissen, wie du mehr American Express Punkte sammeln kannst? Ich habe 4 Tipps in diesem Video, wie du dein Punktekonto richtig boosten kannst. Tipp Nummer 1. Hinterlege deine American Express Karte überall als Standardzahlungsmittel. Schau doch mal auf dein Girokonto. Ich denke, da wird bestimmt der ein oder andere Dienst sein, der da noch abgebucht wird, den du dann auf der Kreditkarte buchen kannst. Zum Beispiel Amazon Prime. Amazon Prime bezahlst du jährlich. Das heißt, du vergisst es ganz gerne mal, dass es kommt. Und hier musst du deine Kreditkarte extra hinterlegen. Sie ist nicht in der Standard-Kreditkarte bei Amazon hinterlegt. Mittlerweile bieten auch viele Direktversicherungen die Zahlung per Kreditkarte an. Bei mir ist es zum Beispiel die Hausrat- und die Unfallversicherung. Das sind zwar nur 20 Euro im Monat, aber immerhin noch ein paar Punkte extra. Tipp Nummer 2, den Punkte-Turbo aktivieren. Du kannst den Punkte-Turbo aktivieren und 1,5 Punkte pro Euro sammeln. Das Ganze geht bis 40.000 Euro Jahresumsatz und du musst es ganz wichtig jährlich wieder aktivieren für die 15 Euro. Tipp Nummer 3. Bist du eigentlich oft mit Kollegen oder Freunden unterwegs? Ja, dann zahl doch einfach mal die Rechnung. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil du möchtest ja nicht zu viel Geld ausgeben, aber du kannst dir das Geld einfach dann wiedergeben lassen. Das mache ich ganz oft, wenn ich mit meinen Arbeitskollegen essen bin oder bei einem Lieferservice bestelle. Dann, ey, ich bezahle das, gib mir das Geld per PayPal wieder. Und dann kannst du, wenn du alle 2-3 Tage Mittagessen bezahlst, auch ordentlich Punkte dazu sammeln. Das erfordert natürlich das notwendige Vertrauen, aber das ist eine Sache, das sollte eigentlich funktionieren. Tipp Nummer 4. Binde deine ganze Familie ein. Das kann man jetzt natürlich auf 2 Weisen verstehen. Eine Weise, du empfiehlst jedem die Kreditkarte. Wenn du das schaffst, ist das natürlich sehr gut, aber nicht jeder will das. Aber worauf ich hinaus will ist, du kannst bei der Goldcard eine Zusatzkarte bestellen, kostenlos, und du kannst bei der Platinumcard 2 Platinkarten und 5 Goldcards haben. Das heißt, du kannst 6 Leute einbinden, die zusätzlich mit dir Meilen sammeln. Das Schöne ist, bei der Platin-Kreditkarte werden die ganzen Vorteile auch übertragen. Das heißt, außer das Guthaben hat dein bester Freund oder deine Partnerin die gleichen Vorteile wie du. Priority Pass für Loungezugang, Upgrades bei Mietwagen und bei Hotels und viele andere Sachen auch noch, die auf jeden Fall was bringen und die einfach kostenlos 2-mal dabei sind. Also wieso sollte man das nicht machen? Und wenn du jetzt noch wissen möchtest, was du mit diesen ganzen Punkten machen sollst, wie viele Meilen du davon kriegst und wie du das überträgst, das erfährst du in meinem letzten Video. Schau da gerne rein und tschüss, bis bald.